Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play, denke ich mal. Let's Play Punch-Out! Ich bin der Momo und das ist Little Mac, zusammen mit seinem Trainer Doc Lewis. Und derjenige, der Little Mac ist, das bin ich, mit Glass Joe von Kaiser, King Hippo, Piston Honda, Great Tiger, Bald Bull, Mr. Sandman, Don Flamenco, Soda Popinski, Super Macho Man und als Special Guest Mr. Dream. Eigentlich Mike Tyson, aber weil die Lizenz von mit Mike Tyson abgelaufen ist, spielen wir hier gegen Mr. Dream. Aber ja, Punch-Out. Ich habe noch nie Punch-Out gespielt, außer gerade mal ein Ründchen, einmal den ersten Circuit, nämlich den Minor Circuit gegen den zweitrangigen Glass Joe aus Frankreich, Paris. Er ist 38 Jahre alt und wiegt 110 Pfund, ist es, glaube ich, beim Boxen. Ich kenne mich nicht mit Boxen aus und Punch-Out möchte ich eigentlich nur mal spielen. Also nein, ich habe mich schon immer für die Punch-Out-Serie eigentlich interessiert, weil die recht interessant aussah und kam irgendwie nie dazu, sie zu spielen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, warum statt Little Mac in Smash zu spielen, ich einfach das originale Punch-Out. Wir sind nämlich Little Mac aus Bronx, aus der Bronx in New York, sind 17 Jahre alt und wiegen 107 Pfund und sind klein. Deswegen heißen wir Little Mac. Aber wir fangen erstmal an. Punch Out. Los geht's. So, Glass Joe, der gute alte, der irgendwie aussieht wie Owen Wilson, geht mit der französischen Hymne. Hymne heißt es. Hymne. Bin ich doof? In den Ring. Und ja. Wir boxen ihn einfach kaputt. Weil, warum nicht? Bam! So, um zu erklären, worum geht es in Punch-Out? Es geht darum, dem Gegner so oft eine zu klatschen, dass er dass er zu Boden geht, ja. Und das machen wir, indem wir ihn öfters mal dodgen, also ausweichen, wenn er angreift. Und ihn dann ein paar schöne Uppercuts geben. Und ja, das Interface sieht folgendermaßen aus. So wie ich das verstanden habe, sind die Sterne quasi unsere Special-Leiste, die halt sich auffüllt, wenn wir spezielle Taten vollbringen. Wie eben das hier. Dann können wir diesen Uppercut, Mega-Uppercut machen. Und der Gegner liegt auf dem Boden. TKO. Dreimal haben wir ihn auf den Boden gebracht. Glaube ich. Habe jetzt gar nicht mitgezählt. Das ging so schnell. Ah, ich bin ja so gut. Und ich konnte noch nicht mal das komplette Interface erklären. Naja, egal. Great fighting. You won by TKO. Ein technisches K.O. Wenn man dreimal auf dem Ringboden landet. Und wir sind jetzt Rang 2. Sind wir ready für die nächste Challenge? Aber so richtig. So, Ranked 1 im Minor Circuit von Kaiser aus Berlin, Germany. Er ist 42 Jahre alt und wiegt 144 Pfund. Los geht's von Kaiser. Okay, los geht's. Also, weiter im Interface. Wir haben diese Herzen. Diese Herzen gehen weg, wenn wir getroffen werden. Oder mit der nach unten Taste abblocken. Das ist eigentlich das gleiche wie Ausweichen, nur verbraucht eben Herzen. Deswegen ist Ausweichen meist die bessere Variante. Des Weiteren erhalten wir Punkte. Wie die geregelt sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wenn man 3 Runden ohne den Gegner quasi dreimal in einer Runde, also wenn wir kein technisches K.O. kriegen,
wird am Ende der dritten Runde der Richter entscheiden, wer den Kampf gewinnt. Und ich denke mal, je mehr Punkte wir haben, desto eher ist die Chance, dass wir gewinnen. Im Übrigen ist Mario der Ringrichter. Und der wurde eingebaut, ohne dass irgendeiner was davon wusste. Aua! Hier. Scheiße, Mann. Weil der Programmer dieses Spiels hat Mario eingebaut, quasi als Platzhalter für den eigentlichen Ringrichter. Und am Ende des Entwicklungszirkels muss man ja seinem Vorgesetzten, also der das ganze Projekt leitet, das fertige Spiel zeigen. Und ja, da hat keiner was gesagt, dass da auf einmal Mario stand. Und weil eben keiner was gesagt hat, haben sie sich halt gedacht, komm, lass mal Mario drin. Ist vielleicht ein cooler Cameo. Heißt das so auf Deutsch auch? Cameo? Keine Ahnung, klingt irgendwie falsch, aber egal. Wir sind jetzt Nummer 1 und der nächste Kampf ist der Titelkampf des Minor Circuit. Der gegen Piston Honda aus Tokio, Japan. Er ist 28 Jahre alt, wiegt 174. Ja, sieht irgendwie nett aus. Er hat die Dr. Wily Augenbrauen. Shit is getting real. So, also dann, komm mal her. Mit deinen tollen Adidas-Latschen. Na? Bam, bam, bam. Na? Na, Mr. Piston Honda? Bam! Piston Honda, was ein toller Name. Diesem Spiel wird ja öfters mal, soweit ich das mitgekriegt habe, nachgesagt, dass es rassistisch ist. Weil es eben so viele fucking Vorurteile hat. Boah, das war eine heftige Attacke. Weil es halt so viele Vorurteile hat, also weiß ich nicht. Das sehen wir jetzt hier wahrscheinlich nicht, aber Piston Honda sagt zum Beispiel in einer dieser zwischenrunden Gespräche einfach mal so irgendwelche random vorurteilsmäßigen japanischen Wörter, also so was wie Sushi und Kamikaze. Also so wie ich, wenn ich jetzt sage, ein typischer Franzose sagt immer nur oui oui, Baguette, Baguette oder so. Und so Vorurteile. Au! So Vorurteile hat eben dieses Spiel in die Kämpfer gepackt, aber irgendwie finde ich das. Na, weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie lustig. Also ich würde es jetzt nicht direkt als Rassismus bezeichnen. Weil Rassismus ist ja direkt, nicht direkt, das war knapp. Weil Rassismus ist ja nicht direkt nur, weil man irgendwie ein Vorurteil macht, sondern einfach, wenn man eine andere Rasse quasi als schlechter darstellt, als wie eine andere Rasse. Also wenn ich jetzt sage, wir Deutschen sind besser als die Türken oder so. Das ist rassistisch, aber wenn ich jetzt einfach so ein Vorurteil mache und das in so einen lustigen Charakter packe, das würde ich jetzt nicht direkt als Rassismus bezeichnen. Zum Beispiel Doc Lewis ist schwarz. Und weiß ich nicht, ich finde ihn cool, er ist ein richtig cooler Charakter. Und unser Trainer, wie ich aber von am Anfang gesagt habe. Im Übrigen, wenn wir Select drücken, dann patscht er uns ein bisschen heftiger auf den Kopf. Auf den Kopf, genau. Auf die Arme. Und wenn ich jetzt quasi so in den Kampf gehe, dann heilt das ein wenig meiner Ausdauer. Oben der weiße Balken, wenn man das jetzt gesehen hat. Also dann, Mr. Piston Honda? War so der Name? Bam! Mr. Piston Honda, du bist so unwichtig. Ich habe sogar deinen Namen vergessen. Ach du Scheiße. Jetzt ist er sauer.
Okay, das merke ich mir. Also einmal ausweichen, einmal BÄM! Einmal ausweichen, einmal abwehren. So, Mario. One! What the fuck? Also dann, Pisten-Honda. Bring it! Hit him, baby! BÄM! Und BÄM! Da haben wir ihn schon wieder aus den Latschen gehauen. One Tour. Ach fuck, warum stehst du immer bei 1 auf? Ist das deine Lieblingszahl? Bang, bang, pock. Und BÄM! Da liegt er schon wieder. Ich weiß gar nicht, wovon es abhängt, ob es jetzt eben sofort aus den Latschen. Ob der Schlag eben alle sofort aus den Latschen haut. Also worauf das ankommt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass ich das Spiel großartig jetzt aufliegen lasse, sondern es vielleicht wahrscheinlich direkt gleich schon durchspiele. Bis auf eine Ausnahme, aber darauf kommen wir später. Great Fighting, you won by TKO. Ladies and Gentlemen, we have a new champion. Little Mac. Da sieht man die tolle Goldtrophäe und unseren Helden Little Mac. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Soweit habe ich gespielt. Und ich sag jetzt mal, für den ersten Part ein Circuit jetzt, also den ersten Circuit im ersten Part, ist doch schon mal gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich jetzt wirklich aufgenommen habe. Ich versuche ja immer so mindestens 15 bis 20 Minuten zu machen. Wenn ich jetzt doch ein bisschen durchgerusht bin, tut's mir leid, dann war es heute mal ein kleinerer Part, aber der nächste Part kommt bestimmt. Und ich hoffe, dann seid ihr auch dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.